Im Spätsommer 2008 wurde an der Berner Fachhochschule zum ersten Mal der Credit Suisse Award für innovative Hochschullehre vergeben. Gewinner ist Professor Alex Zbinden. Er ist Entwickler und Studiengangsleiter der beiden Masterstudiengänge Medizin Technik und Medizin Informatik. Wir freuen uns, ihn hier begrüßen zu dürfen. Er wird uns im folgenden Interview etwas tieferen Einblick in die beiden Studiengänge gewähren. Professor Zbinden, was ist an diesen beiden Studiengängen besonders innovativ? Die beiden Studiengänge Medizintechnik und Medizininformatik haben mehrere innovative Momente. Ein erstes Moment ist die Synthese des Wissens aus mindestens drei Fachrichtungen: Biomedizin, Managementkunde, Technik respektive Informatik. Ein zweiter innovativer Moment ist die Bildung von Szenarien an typischen Schnittstellen dieser drei Fachrichtungen. Die szenarienbasierte Lernmethode geht dabei über die problemorientierte Lernmethode hinaus. Man fokussiert sich auf eine komplexe Aufgabe mit multiplen Facetten, beispielsweise auf ein Innovationsprojekt für die Entwicklung eines automatischen Defibrillators oder die Beschaffung eines Robotiksystems in einem Operationssaal. Die Studierenden lernen dabei Probleme aus dem technischen Bereich, aus dem Bereich Normen und Sicherheiten und aus dem Bereich zum Beispiel Kardiologie. Die Szenarien können übrigens an verschiedenen Orten abgewickelt werden, zum Beispiel in Spitälern, Firmen oder Arztpraxen. Und ein dritter innovativer Punkt ist die weitgehend papierfreie Abwicklung des ganzen Lehrgangs über eine Lernplattform, wobei sich die Studierenden dort ihr Wissen holen können und gleichzeitig Resultate ihrer Gruppenarbeiten ablegen können. Weshalb wurden denn diese Studiengänge auf diese Art konzipiert? Warum war Innovation wichtig? Als ich den Studiengang im Herbst 2006 übernahm, war ich erschrocken, wie die Diplomarbeiten abgewickelt wurden. Ich stellte fest, dass die Studierenden teilweise hochanspruchsvolle Fragestellungen in Firmen und Spitälern nachgingen, ohne dabei jemals gelernt zu haben, wie man so etwas macht. Deswegen dachte ich, wir müssen das Problem real nachbilden, damit die Studierenden von Anfang an lernen, wie man solche Aufgaben mit einer profunden wissenschaftlichen Methode nachkommt. Daraus entwickelten wir einen medizinischen Versuch, der real ablief und anhand dessen die Studierenden die wissenschaftliche Problemlösungsmethodik sowie das Schreiben der Arbeit erlernen konnten. Das war also der Hintergrund zu diesem neuen Konzept. Wenn wir Sie richtig verstehen, wollten Sie damit primär dem Phänomen des trägen Wissens begegnen? Ja, genau, das war ein Moment. Die Studierenden sollten sich aktiv mit Problemlösungen befassen und das eben in einem realen Umfeld, das nicht einfach fertig geformte Lösungen parat hat, sondern bei dem sie ihr vorher gelerntes Wissen aktiv einsetzen mussten. Wie hoch war denn der Entwicklungsaufwand für die beiden Studiengänge und wer hat diesen Aufwand getragen? Ja, als ich den Studiengang übernahm, fiel eigentlich diese ganze Entwicklung zusammen mit der Übernahme des Studiengangs. Wir waren damals sekretariell ungenügend besetzt und ich hatte nur eine 45% Stelle. Im Sekretariat hatten wir insgesamt 110 Stellenpunkte. Das Problem war auch, dass es sich eigentlich um zwei getrennte Studiengänge handelt, eben Medizintechnik und Medizininformatik, und dass die Dokumentation über früher durchgeführte Studiengänge und das damit verbundene Wissen in weiten Bereichen fehlte. Auch kommt dazu, dass wir keinen Stab von fest angestellten Dozierenden, sondern über 100 externe Dozierenden aus den verschiedensten Fachgebieten haben.
Wir haben auch keine Subventionen, sondern müssen uns im Wesentlichen aus den Beiträgen der Studierenden finanzieren. Somit musste ich mir etwas einfallen lassen und ich beschloss daher, einen Diplomanden mit einer Studie über das Verhalten der Studierenden als solche in Form einer Diplomarbeit durchführen zu lassen. Dieser Diplomant war dann beim Ganzen eine große Hilfe. Dennoch war das Ganze ein großer Stress und es verlief am Anfang auch teilweise recht chaotisch, das muss ich zugeben. Natürlich war dann auch von meiner Seite das Ganze mit sehr viel Freizeitarbeit und Freiwilligkeit verbunden. Das ist unerlässlich für so etwas. Wie lange hatten Sie denn Zeit für diese Entwicklungsarbeit? Wir hatten uns relativ spät, nämlich im Juli, entschlossen, dieses Szenario einzuführen und das, im Juli vom Jahr 2007. Und das Ganze fing dann im Oktober 2007 an. Also das war eine recht stressige und rasche Phase. Wir mussten ja auch die Dozierenden finden, Lerninhalte definieren und so weiter. Ich glaube, es war zu kurz, retrospektiv. Wie sind denn die Durchläufe organisiert? Wie gestalten sich Durchführung und Betreuung von Studierenden? Wichtig, das haben wir gelernt, ist, dass wir diesen Ablauf und den Aufbau dieses szenarienbasierten Lernens streng systematisieren und standardisieren und immer gleich abwickeln, damit die Lernenden sich in diesem Umfeld auch zurechtfinden können. Das Ganze sieht so aus, dass wir zuerst in einem Block, und ein Block ist etwa ein Drittel eines Semesters, eine Einführung in das Szenario und das gesamte Umfeld dieses Szenarios machen. Dabei ist meistens jemand aus der Klinik, aus einer Firma, aus einem Technikbereich anwesend und schildert das gesamte Szenario mit allen Kontextinhalten. Dann stellen wir die Living Cases vor, die die Studierenden bewältigen oder lösen müssen. Wir haben uns jetzt auf drei unterschiedliche Living Cases pro Modul fixiert. Also wir hatten früher viel mehr und haben wir gelernt, das war zu viel, also wir haben das nicht bewältigt. Jetzt haben wir drei Living Cases und dann teilen wir die Klassen, die aus etwa 20 bis 25 Studierenden bestehen, in 6 Gruppen ein. Und jede Gruppe ist dann verantwortlich für einen Living Case und für die Betreuung eines weiteren oder die Supervision oder Begleitung eines weiteren. So lernen die Gruppen jeweils immer 2 Living Cases à fond kennen. Die Studierenden beschäftigen sich also am Anfang mit diesen Living Cases und folgen gleichzeitig einem konventionellen, sagen wir mal mehr oder weniger konventionellen Präsenzunterricht, in dem sie das theoretische Wissen dazu lernen. Dann gibt es eine Zwischenreview, wo die Studierenden allfällige Fragen stellen können und ihre bisherige Erkenntnisse und Resultate den anderen vorstellen können. Und dann kommt wieder ein Unterrichtsblock, wo die Studierenden die Dozierenden mit Fragen bestürmen können. Und dann kommt am Schluss die Schlusspräsentation in Form entweder einer Vorstellung mit Kurzvortrag, einer Poster-Session oder eines Review-Boards, wo sie das Ganze vorstellen können. Es gibt ein paar noch wichtige Begleitumstände. Eines ist die Gruppenbildung. Wir haben gemerkt, dass wir die Gruppen möglichst heterogen zusammensetzen müssen, damit die Studierenden, die aus verschiedensten Gebieten der Medizin und Technik kommen, sich gegenseitig austauschen können und voneinander profitieren können. Und wir haben auch gemerkt, dass die Gruppen aus geografisch ähnlichen Gebieten kommen müssen, weil die Studierenden ja aus verschiedenen Gebieten der Schweiz kommen und dann außerhalb der Unterrichtszeit zusammenarbeiten wollen. Das sind so ein paar Punkte. Dann haben wir ein wichtiges Instrument eingeführt, das sind die Mikroartikel. Das sind
definierte kurze Artikel, die die Studierenden in einer bestimmten Form schreiben müssen und indem sie ihre Lessons learned, die sie aus den Gruppenarbeiten gezogen haben, niederschreiben und dann in die Plattform setzen, so dass die anderen Studierenden lernen können, was eben die anderen anhand ihres Falles aktuell gelernt haben. Also das ist ein Instrument des Wissenstransfers. Das hat sich auch nicht von selber entwickelt. Man musste einen gewissen Druck machen. Wir haben die Mikroartikel auch bewertet, genauso wie die Präsentationen und die eigentlichen schriftlichen Arbeiten. Wie müssen wir uns denn diese Living Cases vorstellen? Sind das konstruierte Situationen oder sind das echte Probleme, welche die Teams bearbeiten? Auch dort haben wir gemerkt, dass wir unterschiedliche Strukturen machen müssen und die Living Cases variieren müssen. Im ersten Semester, das Research and Writing heißt, handelt es sich um Teilaufgaben einer wissenschaftlichen Arbeit, also zum Beispiel, wie beschafft man Literatur, wie macht man Datenerhebung, Messung, wie macht man Statistik, und die Studierenden müssen dann das anhand einer real ablaufenden Studie entwickeln. Wir haben gemerkt, wenn man nur solche Übungen macht, dann ist das einseitig. Wir haben dann neue Szenarien gemacht, wo die Studierenden zum Beispiel ein Gerät bestimmen müssen auf seine Messgenauigkeit. Und dann gehen sie in die Werkstätten des Inselspitals, werden dort von den Technikern betreut, sehen, wie die Techniker arbeiten und machen dann unter praktischer Anleitung dieser Techniker eine Messserie, werden die aus und machen eine Analyse, zum Beispiel über die Messgenauigkeit eines Gerätes. Das sind so Übungen. Es gibt aber auch andere Übungen, wo es darum geht, zum Beispiel eine Risikoanalyse in einem Entwicklungsprozess für ein neues Produkt in einer Firma zu machen. Das ist dann wiederum ein anders gelagertes Thema, wo es mehr um Bereiche der Managementkunde, Qualitätssicherung geht. Wie sind denn jetzt Ihre bisherigen Erfahrungen? Was hat sich bewährt? Was müsste in Zukunft vermieden werden? Trotzdem zum Teil stressigen Verlauf des ersten Szenariums bin ich von diesem szenariobasierten Lernen nach wie vor fest überzeugt und habe auch den Eindruck, dass die Studierenden lernten, Aufgaben realitätsgerecht zu lösen und theoretisches Wissen praktisch anzuwenden. In der Anfangsphase waren die Studierenden aber oftmals unzufrieden und wir müssen aus diesen Kritiken, die wir hörten, lernen und einige Details oder auch grundsätzliche Dinge verbessern. Zum Beispiel die Unterrichtsunterlagen wurden als mangelhaft bemängelt und ein wesentlicher Punkt, die Abstimmung dieser Living Case Übung, also der szenarienbasierten Übungen zum theoretischen Unterricht, der war mangelhaft. Andererseits denke ich auch, dass wir die Studierenden mehr in die Verantwortung für diese anspruchsvolle Unterrichtsform mit einbeziehen müssen. Wir haben viele hochkarätige Fachkräfte als Dozenten, die diese Arbeit aus Freude machen, aber die zeitlich limitiert sind. Für die Studierenden ist der Kontakt zu diesen Experten eine Chance, die sie nutzen müssen, um die neuesten Entwicklungen der Medizintechnik und Medizininformatik zu lernen und sie dann eben in diesem szenariobasierten Unterricht umzusetzen. Wir wollen auch jetzt eine Art Alumni-Organisation aufbauen, in dem nicht nur die ehemaligen mitmachen können, sondern alle Stakeholders aus der Industrie, aus Firmen, aus Spitälern und aus Ämtern. Die vorhandene Lernplattform soll deswegen zu einer Austauschplattform für Wissen, Meinungen, Expertisen erweitert werden. Dadurch hoffen wir, dass wir den Standort Schweiz für diese wichtige Branche der Medizintechnik und Medizininformatik tatkräftig unterstützen können. Aber die wichtigste Erfahrung aus dem szenariobasierten Lernen ist, dass man sagen kann,
ein Studierender kann eine reale Aufgabe in diesem Umfeld, und das ist ein komplexes, anspruchsvolles Umfeld, professionell lösen. Er kann in ein Spital gehen oder in eine Firma gehen oder in ein Amt gehen, dort eine Aufgabe bekommen und dann die mit den Instrumenten, die er hier gelernt hat, in einer hochprofessionellen Art lösen. Ich glaube, das ist ein Resultat, das sich sehen lässt. Auf der anderen Seite handelt es sich um einen sehr anspruchsvollen Unterricht, der sowohl für die Dozierenden wie für die Studienleitung wie auch für die Studenten nicht einfach ist, weil er ist komplex, lässt sich nicht einfach in Form eines Lehrbuchs abwickeln, sondern man muss das organisieren, man muss ein Riesennetzwerk von Kontakten und Leuten aufbauen, die dann bereit sind, diese Living Cases fachgerecht zu betreuen und den Studierenden ein Feedback zu geben. Da sind wir daran, das zu verbessern und dieses Netzwerk eben aufzubauen und Leute zu finden, die dann wirklich kompetent sind, um diese Arbeiten zu betreuen und die Studierenden dabei zu unterstützen. Und glaube ich, das ist die große Kunst im Betreiben dieser Lernform. Aber nochmals, ich bin überzeugt, dass es eine Lernform ist, die eben wirkliche Fähigkeiten vermittelt und nicht nur theoretisches Wissen, das dann irgendwie nach einem halben Jahr wieder vergessen ist. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch und ich möchte Ihnen nochmals gratulieren zum Gewinn des Preises.